Freunde, wir gucken direkt ohne großes Vorspiel in meine Szene der Woche. Jonas, ich habe unsere Schoko-Croissants. Jonas? Also das sind natürlich hoch emotionale Szenen, die jetzt nicht bedeuten, dass man unbedingt irgendwie in Tränen ausbrechen soll, sondern da passiert innerlich ganz viel. Und ich habe zum Beispiel, ich kann nur von mir reden, wie ich mich auf sowas vorbereite. Ich komme ja aus dieses Method Acting aus Hollywood, da habe ich ja quasi mein Studium gemacht. Und ich nehme dann immer sehr viel private, persönliche Momente, die ich dann quasi so verbinde mit der Szene, dass ich da gar nichts mehr spielen muss. Und es ist hochemotional, ist auch hochschwierig. Also ich persönlich finde, das hat Iris sehr, sehr stark gemacht und das ist ganz klar meine Lieblingsszene der Woche. Ja, also ein krasser Start ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob das sich mit den Vorsätzen deckt, was so die Charaktere sich vorgenommen haben. Aber ich kann euch garantieren, es bleibt weiterhin spannend. Und falls ihr euch jetzt denkt, oh, ich habe einiges verpasst, kein Problem, ihr könnt jetzt die letzten 7 Tage direkt nachschauen auf RTL Plus. Wenn ihr mehr schöne Videos sehen wollt oder spannende Videos oder traurige Videos oder auch Videos mit mir, vielleicht komme ich auch mal vor, dann abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann hier klicken. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt da. So, also, wir zählen auf euch und bis später.